Freizeit Burgenland. Präsentiert vom Golser Volksfest. Schon als Kind hat sie ihn erwischt und seither nicht mehr losgelassen. Und mittlerweile, ja, gibt er den Rhythmus an, bei dem die anderen mit müssen. Er gibt den Rhythmus an als Solokünstler und auch als Schlagzeuger und Sänger der Radio Burgenland Band. Günther Buchter heute hier bei uns. Herzlich willkommen. Hallo und grüß Gott. Ein Leben ohne Musik, wäre das überhaupt vorstellbar für dich? Na, überhaupt nicht. Geht gar nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Musik ist mein größtes Hobby, sagt er, und was ihn noch erfüllt in seinem Leben, darüber plaudern wir in den kommenden 2 Stunden. Und natürlich gibt's jede Menge Musik, die schönsten Schlager und die besten Oldies. Angenehme Mittagszeit. Ja, ihr seid ja schon seit mehr als 10 Jahren mit uns auf Tour bei den ORF Burgenland Sommerfesten. Da haben sich ja einige Bands vermischt, kann man sagen, für die Radio Burgenland Band, die Amadors und Sternfeuer. Wer gehört denn alle schon seit Jahren dazu? Es ist so, dass wir seit 1999 unter Amadors gespielt haben, die Sommerfeste. Da war dabei der Pauke Christian Klein und der Robert Thalke und ich. Und seit 2008 ist dann der Werber Peter, der Keyboarder, zu uns gestoßen. Und seit 2009 sind wir mit Francesco und unter Sternfeuer unterwegs. Als Radio Burgenland Band, genau. Bunt zusammengewürfelt. Mhm. 4 Sommerfeste stehen noch auf dem Programm. Heuer morgen Golls, dann Neckenmarkt, Frankenau und Jennersdorf. So, könntest du dir überhaupt noch einen Sommer ohne diese Tour vorstellen? Also die vielen Jahre, was wir das jetzt schon machen, macht es irre viel Spaß. Man freut sich natürlich das ganze Frühjahr schon auf die ganzen Sommerfeste, weil es ist, viele Musiker sehen die Musik als Arbeit. Wir sehen das als Ausgleich zu unserem stressigen Jobleben dazu. Was ist das Besondere an den ORF Burgenland Sommerfesten im Gegensatz zu anderen Festen? Weil einfach Musik bei Freunden zu machen, dann bei den Gemeinden, das funktioniert wunderbar. Die Stimmung ist immer toll, die Zusammengehörigkeit, das macht sehr viel Spaß, da für Radio Burgenland zu musizieren. Und da gibt es ja auch schon ein Stammpublikum, kann man sagen, das sogar den Sommerfesten nachreist. Genau so ist es. Es sind viele Ehepaare, die wir natürlich im Laufe der Jahre kennengelernt haben, die uns immer wieder nachfahren und tanzen zu kommen und sagen, das macht so Spaß und das ist so lustig und so schön. Ist jedes Jahr immer wieder ganz, ganz toll. Günther Buchter von der Radio Burgenland Band heute zu Gast in Mahlzeit Burgenland und er lässt als Günther B. auch solo gerade von sich hören mit diesem Lied. Dein Herz braucht Liebe, Günther B., heute hier zu Gast bei uns in Mahlzeit Burgenland. Günther, du bist Schlagzeuger, Sänger, Keyboarder. Die Musik liegt dir im Blut, könnte man sagen. Du bist ja quasi hineingeboren worden. Ja, fast so. Also mein Vater ist auch Musiker, dem ich natürlich auch sehr viel zu verdanken habe, der mich als Kind da eigentlich immer schon mitgenommen hat und viel gelernt und gezeigt hat. Und somit bin ich eigentlich mit den ganzen immer aufgewachsen und immer mit Musik konfrontiert gewesen. Wann gab es denn schon die ersten Auftritte in einer Band? Ja, ersten Auftritte habe ich mit 13 Jahren in einer Schulband gehabt. Das waren eigentlich Schulkollegen von mir. Da haben wir gesagt, okay, wir machen einfach eine Jugendband und haben halt einfach Titel nachgespielt. Das war mit 13 Jahren und dann habe ich einfach mit meinem Vater in einer Band gespielt. Das hat sich durch Zufall so ergeben, ne? Weil sein Musiker damals, der Schlagzeuger, krank geworden ist und dann bin ich einfach von heute auf morgen eingesprungen. Ne? Musik, muss man ja sagen, ist ein sehr weites Feld. Es geht von klassischer Musik über Pop, Rock, Jazz, Volksmusik, volkstümliche Musik, Schlager. Wohin genau erstreckt sich deine eigene Bandbreite als Musiker? Also ich war immer Kommerzmusiker, also immer Tanzmusik und am liebsten natürlich Schlagermusik, weil dazu stehe ich. Und es gibt leider Gottes in Österreich viel zu wenige, die sagen, okay, ich stehe zum deutschen Schlager. Warum muss man sich da als Musiker immer so ein bisschen verteidigen? Ich weiß es nicht, woher das Image kommt. Das kann ich einfach nicht beurteilen. Aber wie gesagt, ich stehe dazu, ich mag es gern, ich singe gern deutsche Schlager und es macht mir irre viel Spaß.
Jetzt stehst du ja, nehme ich an, relativ oft auf der Bühne. Im Sommer gibt es die vielen Feste, im Winter die Ballsaison. Wie viele Auftritte sind das denn so im Schnitt? Ja, ich möchte das an und für sich so beibehalten, dass ich um die 35, 40 Mal im Jahr eben unterwegs bin, musikalisch, dass ich natürlich auch noch genug Zeit für die Familie habe. Genau, Frau, zwei Kinder, darüber werden wir noch reden. Heute zu Gast in Mahlzeit Burgenland ist Günter Buchter von der Radio Burgenland Band. Ob unser Mahlzeitgast auch diesen Titel im Repertoire hat, ich nehme es an, oder? Stimmt's, Günter Buchter? Das Te Quiero nicht? Leider nicht, das spielen wir leider nicht. Aber es gibt natürlich sehr viele Schlager, Evergreens, die ihr im Repertoire haben müsst, einfach. Genau so ist es. Also wir richten uns nach den Wünschen vom Publikum und wenn da ein, zwei Titel auftauchen übers Jahr, dann werden wir die natürlich sofort ins Programm aufnehmen. Zum Beispiel singt ihr was von den Wikingern. Genau so ist es. Dadurch ich ja ein großer Schlagerfan bin, singen wir sehr viele Songs von den Wikingern. Klar, weil es einfach so sein muss und weil die Leute das verlangen. Weil es nachgefragt genau wird. Genau so ist es, ja. Kochen und Ratschen hier bei uns in Mahlzeit Burgenland. Wir wollen nicht aufs Kochen vergessen. Heute gibt es Fischgemüsetopf, leichte, gesunde Sommerküche. Sag, wie wichtig ist denn ausgewogene Ernährung für einen Musiker? Ich kann mir vorstellen, dass es rund um die Auftritte bei Festen nicht so einfach ist. Da gibt es wahrscheinlich Würstel, Schnitzel, Semmeln. Wie ernährt man sich da? Genau. Ja, es ist oft wirklich ganz schwierig, was Vernünftiges zu bekommen. Aber alles mit Maß und Ziel, dann kann man das schon sehr locker überleben, sage ich mal. Was ist deine Lieblingsspeise? Italienische Küche, also viel Nudeln, viel Fisch, esse ich sehr gerne. Und kannst du selbst auch kochen? Leider nein. Mein Name ist Nicole Aigner und zu Gast bei mir ist heute Günter Buchter. Und dieser Mann, stellen Sie sich vor, hat sein Haus selbst gebaut. Er ist ja gelernter Tischler, aber er kann auch Fliesen legen, Dachdecken und vieles mehr. Bin beeindruckt. Er macht Kommerzmusik und ist stolz darauf. Heute zu Gast bei uns in Mahlzeit Burgenland, Günter Buchter. Günter, du bist gelernter Tischler von Beruf. Den Brotberuf brauchst du denn noch oder könntest du theoretisch von der Musik leben, wenn du wolltest? Das habe ich leider, also zum Glück schon hinter mir, also von der Musik leben zu können. Ich möchte das an und für sich heute immer noch als Hobby betreiben und als Ausgleich zum stressigen Berufsleben. Ich bin im Verkauf tätig, verkaufe seit 15 Jahren Fenster und Türen. Das bringt natürlich meinen Beruf mit sich als gelernter Tischler. Aber die Musik sehe ich immer als Spaßfaktor und als Erholung am Wochenende, dass man da einfach vom stressigen Job ein bisschen wegkommt. Aber du hast sozusagen in das Leben eines Profimusikers schon einmal hineingeschnuppert, nämlich mit den Amateurs, ja, eine Zeit lang. Genau so ist es. Da waren wir so 250, 300 Mal im Jahr unterwegs und haben in Diskotheken, Tanzlokalen gespielt. Es war eine schöne Zeit. Ich möchte keine Minute mehr missen, was wir da erlebt haben. Aber nochmal zu machen, kann ich mir nicht mehr vorstellen. Mhm.